Andrea Gabasi bereitet das Training für seine Mannschaft vor. Beim SV Heiligkreuz trainiert er die F-Jugend. Ehrenamtlich. Zweimal die Woche üben die 8- bis 9-Jährigen den Umgang mit dem Ball und bekommen dabei von ihrem Trainer noch sehr viel mehr mit auf den Weg. Dass sie viel Spaß haben, wichtigst als allererstes. Und zweitens, dass sie auch hier sozusagen eine kleine Schule ist, dass im Fußball nicht nur Spielen ist, dass also auch viel Disziplin dabei ist und auch sozusagen Regeln gibt im Leben, dass man sie beachten muss. Wie man zum Beispiel passen muss oder Tore schießen muss und natürlich auch zuhören muss, wenn man im Feld ist. Dass man auch Fairplay machen muss und nicht nur faulen, natürlich auch die Regel beachten muss. Regeln beachten, Disziplin, alles Stichworte, die auch Konfliktpotenzial bergen. Für Andrea Gabasi ist der Umgang mit den Themen aber kein Problem. Ja, da braucht man viel Ruhe. Da muss man auch die Ruhe schön ausstrahlen. Das ist sehr wichtig. Und versuchen, mit anfangenden Dingen einfach das zu erklären. Zum Beispiel mit der Reise nach Jerusalem oder mit Joggen anfangen zu bedeuten, dass sie verstehen, dass es nicht nur um Fußball geht, dass es auch zusammengeht, dass es auch eine Gruppe ist. Wir fangen immer an, zum Beispiel, jeder kriegt einen Ball und damit soll er anfangen, dass der Ball wie ein Freund ist. Und er soll verstehen, dass der Ball zum Beispiel nicht ihn beherrscht, der Ball soll er beherrschen. Und somit nehme ich immer, wenn es geht, jeden Einzelnen mal raus und versuche, dass er versteht, wenn ich in Gruppen rede, was es bedeutet, zum Beispiel zum Passen. Dann wissen alle, dass zum Beispiel Passen bedeutet und nicht einfach den Ball hinwerfen. Wie geht man am besten mit Konflikten um? Das lernen Trainer des SV Heiligkreuz und anderer Sportvereine derzeit in einem Seminar des Kinderschutzbundes. Der Workshop mit dem Titel »Gemeinsam sind wir stark« tourt derzeit durch die verschiedenen Sportvereine im Allgäu. Die konkreten Themen sind dabei so unterschiedlich wie die Vereine selbst. Es ist so wichtig, dass die Trainer, die mit den Kindern Sport gemeinsam machen, dass sie ein pädagogisches Rüstzeug angeboten bekommen. Das heißt in Form von Kommunikationstechniken und zu erkennen, was ist mir selbst wichtig am Fußball, was möchte ich den Kindern als Vorbild weitergeben oder an anderen Sportarten. Andrea Gabasi will das Seminar nutzen, um noch besser auf seine Schützlinge eingehen zu können. Ihm ist vor allem der Zusammenhalt der Kids wichtig. Und wer weiß, vielleicht wird der nach dem Seminar noch besser. Was sind wir? Ein Team! Also, Fletcher, ja, von alle Kids. Ja, ja, ja.